Hallo zusammen. Ja, mal wieder ein Live-Video. Vielleicht hört ihr jemanden im Hintergrund husten. Ich bin es dann nicht. Wenn ich huste, warne ich euch, dann müsst ihr gerade das Mikro ausschalten oder einen Lautsprecher ausschalten. Ja, hier ist gerade ein dickes Paket angekommen. Ich zeige das mal kurz. Kleinen Moment. Also hier mit diversen Leckereien. Das ist echt krass, was hier wieder... Tja... sich auf den Weg gemacht hat. Alles Mögliche drin. Und jetzt wieder auf mich, nicht erschrecken. Ist natürlich auch Post dabei. Ich denke, ich lese das mal vor. Ihr drei Megahelden. Ui. Ihr seid so großartig und unschätzbar wertvoll in eurem Wirken. Tausend einen Dank für euer unermessliches Engagement, für die Landwirtschaft, übergreifend für den Mittelstand und all unsere Bürger. Ganz besonderen Dank auch an eure Familien, die euch in dieser turbulenten Zeit den Rücken frei halten und gemeinsame Familienzeit entbehren müssen. Ja, das stimmt. Danke für euren Mut, trotz des starken Gegenwindes unerbittlich dran zu bleiben und für das Überleben unserer geliebten Heimat zu kämpfen. Lasst trotz dem Ernst der Lage ein bisschen Humor in eurem Zuhause einkehren und genießt die kleinen Leckereien zur Fastnacht bzw. Karneval. Es grüßt euch herzlich mit einem kräftigen Helau. Wer jetzt genau? Ich glaube, das sage ich jetzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall aus Rheinhessen und aus der Pfalz. Eine Luise und eine Nicole. Ich denke, das ist unverfänglich. Und ich habe mich schon gewundert, was das für ein Karton ist. Dann ist hier noch ein Schreiben bei. Helau, in Rheinhesse gehört... zum Närrischen sei selbstverständlich auch weg, wurscht und vor allem woi. Doch in der fünften Jahreszeit, wo jeder gerne lacht, wird bei uns auch an die anderen gedacht. Das MCD-Kinderhaus liegt uns am Herzen, denn während wir hier lachen und scherzen, können dort Eltern zumindest bei ihren kranken Kindern sein und so etwas lindern deren Pein. Darum esst, trinkt und singt und lacht. Die Spende von 11,11 Euro wird von uns gemacht. Helau, ihre, ja, okay, steht noch ein Name. Also McDonald's Kinderhelfer habe ich schon ein paar Mal gehört. Muss wohl ziemlich gute Aktion sein und ich bedanke mich. Ich möchte mich hiermit bedanken. Möchte aber auch darauf ein bisschen eingehen, zum Beispiel hier, trotz starken Gegenwindes. Ja, ich glaube, Anthony spürt es gerade ganz deutlich und ich habe es ja im Ahrtal kennengelernt. Da fährst du dahin, um zu helfen und hast nachher Rechtsanwaltskosten im sechsstelligen Bereich, weil du dich wehren musst gegen Leute, die was dagegen haben, dass du dich kritisch äußerst zu Sachen, die einfach nicht funktionieren und die dann vielleicht zu der Landesregierung nicht so ganz passen. Man weiß es nicht genau. Und dann hast du auf einmal mit Menschen zu tun, die wirklich... ich hatte mit solchen Menschen noch nie irgendwas zu tun, die vorbestraft sind, die gesessen haben. Und ich habe ja mittlerweile Kontakt, habe mich Leute angeschrieben, die diese Menschen kennen und von früher kennen. Und was man da so hört, das ist wirklich schlimm und traurig, was für Menschen da auf einmal gegen einen agieren. Und sowas hast du im Leben noch nicht gehabt, weil solche Menschen möchte ich ja nicht im Haus haben und auch nicht in meinem Umfeld. Aber mit solchen Menschen hast du auf einmal zu tun. Und das war bei mir im Ahrtal ja auch. Ich habe es mir nicht gefallen lassen. Da hat man wahrscheinlich nicht mit gerechnet. Und ich denke, dass da bestimmte Personen, hier fährt gerade ein LKW vorbei, wir haben nämlich gerade Leinstroh gekriegt. Oder eventuell dann die Betroffenen eben nochmal in den Knast wandern oder sonstiges, keine Ahnung. Es läuft ja alles nach Faden. Ich selber bin noch nie verklagt worden wegen irgendwas, was mit dem Ahrtal oder irgendwas zu tun hätte. Von daher möchte ich mit solchen Menschen eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Aber das merkt gerade Anthony, ich habe dem das schon prophezeit. Ich habe gesagt, Anthony, das ist wie in der Schule früher. Da kannte man doch die kleinen Arschlöcher, die einen immer provozieren wollten und einen dazu bringen wollten, zu handeln oder dagegen zu agieren. Und das ist genau das gleiche System. Dieses Kindergartensystem hat sich nie geändert. Man probiert zu provozieren. Bei mir hat man es ja die ganze Zeit gemacht. Man hat immer probiert, irgendwas zu provozieren, dass ich endlich mal reagiere. Und dann kann man
wie dann früher dann zum Kindergärtner rennen, bäh, 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 der hat mich geschlagen, und dabei ist man vorher die ganze Zeit von demjenigen so weit gebracht worden, damit das dann endlich passiert. Aber ja, in der Ruhe liegt die Kraft, das ist meine Devise, und daran verzweifeln die anderen, und das sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Und deshalb möchte ich auch hier sagen, das, was Anthony jetzt gestern passiert ist mit diesem Beitrag, ich kenne es selber vom ZDF, dieses Live habt ihr damals mit Sicherheit mitgekriegt. Und das ist ja der Unterschied. Was ich hier gerade filme, das geht 1:1 raus, da wird nichts von geschnitten. Wenn ich mich jetzt verspreche oder irgendwas sage, was ich nicht so gemeint habe, dann ist das ein Problem, weil ich kann es nicht rausschneiden. Aber das ist authentisch, und deshalb liebe ich Live-Videos, genau wie das hier. Ich kann nichts dran ändern mehr, wenn ich jetzt irgendwas sage und daneben gegriffen habe, dann ist das so. Und deshalb mache ich immer Live-Videos. Ich könnte das ja auch jetzt aufnehmen, dann nochmal zusammenstückeln, zusammenschneiden. Und dann sagen, ach, die eine Aussage hätte ich besser weggelassen. Nein, das mache ich nicht. Ich stehe immer zu dem, was ich sage. Und deshalb kann man mit mir auch über alles diskutieren, was ich gesagt habe. Aber der Umkehrschluss, Leute, die was über dich erzählen, die stehen da fast nie zu, wenn sie böswillig sind. Wenn sie böswillig sind und böswillige Sachen über dich erzählen, wirst du niemals mit denen zum Gespräch kommen, weil die Angst davor haben, weil manchmal was anderes dahinter steckt, weshalb die das sagen. Ob sie es wirklich so selber meinen oder ob es was Auferlegtes ist, was man sagen soll, das ist dann immer die große Frage. Und ich möchte hier nur jedem ans Herz legen, und das habe ich ja immer schon getan, ich habe immer gesagt, Leute, wir leben in einem Rechtsstaat, hier ist alles geregelt, wenn man nicht unrechtmäßig behandelt wird, dann geht man zum Anwalt und erstattet Anzeige, und dann läuft die Sache. Das dauert zwar manchmal ein bisschen länger, aber es läuft. Und vor allem erfolgreich. Das Gleiche kann die Gegenseite auch machen, ne? Also die Vorwürfe, die mir gemacht wurden, habe ich immer gesagt, ja, dann zeigt mich doch an. Ja, kommt aber nichts. Das ist ja irgendwie das Lustige. Also es geht immer nur darum, zu provozieren. Und eine Reaktion, ne? Aktion, Reaktion. Und ihr kennt dieses System. Deshalb immer Ruhe bewahren. Und seid froh und dankbar, dass wir im Rechtsstaat leben und dann einfach Anzeige erstatten. Und habe ich Anthony auch, wir haben heute kurz telefoniert. Natürlich kriegt er 1000 Tipps, aber alles geht in die gleiche Richtung. Ganz entspannt zurücklehnen, Anzeige erstatten, Richtigstellung einfordern. Und je nachdem kostet es ja auch viel Geld, wenn man im Öffentlichen jemanden ja, einer falschen Tatsache beschuldigt. Und bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Und das möchte ich euch auch mit ans, auf den Weg geben. Lasst euch niemals provozieren. Auch bei den landwirtschaftlichen Demos, lasst euch niemals zu irgendwas hinreißen oder so. Immer die Ruhe bewahren. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ruft die Polizei oder erstattet Anzeige. Aber niemals irgendwie unüberlegt handeln. Das ist das Allerwichtigste bei dem Business hier. Und das muss man leider so als Business bezeichnen, ne? Weil es ist nämlich der Grund, weshalb man das probiert. Mit dem Anthony, und ich habe ihm das schon länger vorher gesagt, ich habe gesagt, pass mal auf, du bist bald dran. Wenn du nämlich Reichweite hast und durch die Reichweite die Wahrheit in bestimmten Bereichen erzählst, was aber nicht mit dem übereinstimmt, was zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium erzählt oder Umweltministerium, dann bestimmst du auf einmal das, was die Menschen sozusagen wahrnehmen und empfinden und denken. Und sich auch äußern, weil sie verstanden haben, dass das, was du sagst, eben der Wahrheit entspricht. Und dann kriegst du eben eine Reichweite. Die Leute hören dir zu. Bei mir sind es jetzt über 500.000. Und das spricht ja dafür, dass irgendwas an dir ja gut sein muss, dass die Leute dir zuhören. Und das ist nicht immer das, was die wollen, die oben in der Politik sind. Und dementsprechend muss man die Menschen eben wegkriegen, auf welche Art und Weise auch immer, ne? Am einfachsten war bis vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, immer noch als rechtsextrem oder sonstiges, aber das zieht nicht mehr. Das ist ja auch schon so oft gesagt, und das ist ja schon, das ist irgendwann langweilig, ne? Und das zieht dann nicht mehr. Und aber das Lustige ist ja, dass die nicht mit uns reden wollen. Wir würden jederzeit mit denen reden, aber die reden nicht mit uns, weil sie keine Argumente haben. Und so probiert man dann eben den Anthony Lee wegzukriegen, indem man irgendwas über ihn erzählt. Wenn es einmal gesagt wurde von einem offiziellen Sender, können alle anderen Medien sich darauf beziehen und das dann weiter verbreiten. Und gleiches hat man mit mir auch probiert im Ahrtal. Und, aber das Gute an der ganzen Sache ist, wenn du das durchstehst und wenn es dir nicht gefallen lässt, dann gehst du völlig gestärkt aus der Sache. Und wie viele Leute haben mich angesprochen und gesagt, ey, Wippi,
das ist ja krass, was du da ausgehalten hast und wir haben das verfolgt. Und Hut ab. Also der Respekt wird noch größer, wenn man das übersteht, unbeschadet übersteht, wenn man keinen Mist baut, also wenn man nicht reagiert, sich nicht provozieren lässt, dann geht man viel, viel stärker aus der ganzen Sache raus, als man reingeraten ist. Ich bin ins Ahrtal reingeraten. Ich wollte da nicht unbedingt hin und ich wollte auch mit Sicherheit niemals das machen, was ich da gemacht habe. Hätte ich es vorher gewusst, wäre ich wahrscheinlich nicht gefahren oder das sehen, was ich gesehen habe. Aber was dann daraus entsteht, das müsst ihr euch mal überlegen. Und das hat mir ein Politiker schon ganz am Anfang im Ahrtal gesagt. Er hat gesagt, Markus, was du hier machst, das wird Probleme geben. Und ich habe wieso? Er meinte, überleg mal, was du in kurzer Zeit erreicht hast. Du hast die Leute hinter dich bekommen, die gucken zu dir auf, also die achten das, was du sagst und folgen dir. Und das ist das, was jeder Politiker möchte, aber nie funktioniert, weil die nie durch Taten überzeugen. Und der Politiker hat recht gehabt. Es hat Probleme dann gegeben, weil man probiert hat, mich wegzukriegen. Und das Gleiche ist jetzt das, was dem Anthony passiert, was dem Christian passieren wird. Und der Riesennachteil für die Leute, die das probieren, ist einfach, dass Christian und Anthony mit Sicherheit die Möglichkeiten haben, sich rechtlich vertreten zu lassen und auch die Luft dazu haben. Und das macht mir so Angst hier im deutschen Staat, wenn du nämlich nichts im Rücken hast und du hast nicht die Luft dazu, dir einen Anwalt zu leisten, dann kannst du eine andere Person von jetzt auf gleich platt machen, wenn du das möchtest. Ja, durch so Psychopathen, sage ich mal, die auf dich angesetzt werden, die wirklich der unterste Kaffeesatz der Gesellschaft sind, die eigentlich sowieso nichts zu verlieren haben, die zum Teil in irgendwelchen Anstalten gelebt haben oder im Gefängnis und vorbestraft sind und wirklich, wenn du dann mit Leuten sprichst, die kennen, da sagst du, ey, das sind Leute, die gehören eigentlich in eine geschlossene. Aber das ist dann zum Teil das, was auf dich angesetzt wird. Und das ist das Schlimme an der Sache. Das kennen wir nicht. Wir sind Landwirte, wir kommen vom Dorf und auch die Städter kennen sowas nicht, weil mit sowas hast du im Leben nie zu tun gehabt. Und dann kann ich nur sagen, Leute, verhaltet euch ruhig. Das läuft alles von alleine, macht nichts Unüberlegtes und schon gar nicht irgendwie, um dem Anthony Gefallen zu tun oder irgendwas. Verhaltet euch ganz ruhig, das ist der Rechtsstaat und den halte ich hoch und dafür kämpfe ich auch für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat, genau um sowas bekämpfen zu können, was nämlich hier gerade passiert. Und deshalb nochmal mein Appell, Leute, 1800 gucken gerade zu, wie krass ist das denn? Wir gehen weiter voran und die Nebenkriegsschauplätze lassen wir Nebenkriegsschauplätze sein. Und da kümmern sich Anwälte drum. Und das wird dann mit Sicherheit publik gemacht auf allen Kanälen hier. Und da kommen die Medien dann auch nicht drum rum, das zu benennen. Und deshalb lasst euch niemals provozieren, auch nicht auf Demos zu irgendwas. Und benehmt euch. Und das haben wir ja bewiesen, dass wir das tun. Und am Anfang haben auch Leute mit mir über einen Galgen diskutiert. Ich habe gesagt, Leute, ein Galgen hat ein eindeutiges Zeichen. Wer einen Galgen irgendwo benutzt, um irgendwas auszudrücken, der möchte da ein eindeutiges Zeichen mit verwirklichen. Da kann man drüber diskutieren, wie man will. Ich habe die Diskussion geführt. Wie gesagt, wir sind alles Leute, die nur mit Landwirtschaft zu tun haben. Wenn wir demonstrieren gehen, ist das für uns Neuland. Dementsprechend kann man auch Fehler machen. Man kann auch Fehler eingestehen und man kann einfach sagen, ja, war vielleicht nicht so gut. Und das haben wir gemacht. Und aus Fehlern lernt man. Und da bin ich dankbar für. Ich finde diese ganze Bauern-Community einfach super und genial. Und es gibt immer wieder Ausnahmefälle. Da muss man mit leben. Die gibt es in jedem Sportverein, in jeder Schule, in jeder Schulklasse. Ich sage immer, 1% der Bevölkerung ist bekloppt. Und so ist das einfach. Muss man akzeptieren. Aber wenn man selbst nicht so ist, dann ist es doch super. Ich glaube, ich habe euch jetzt genug die Birne vollgelabert. Und möchte mich nochmal bedanken für dieses Feedback, was ich kriege. Ich habe eben ganz tolle Anrufe wegen der Fähre auch gehabt, wo sich Leute bedankt haben. Und nur so kommen wir weiter. Durch Reden, Argumentieren, auf Fehler hinweisen und argumentativ die Oberhand zu haben. Und da haben nämlich andere Probleme mit, deshalb reden die nicht mit uns. Wir würden mit jedem reden. Und achtet mal darauf, wenn ich mit uns reden möchte. Und warum nicht? Das ist eigentlich die einfachste Antwort, die es überhaupt gibt. Und das ist aber der einzige Weg, wie man was verbessern kann. Mir wurde das Wort gegeben vor dem Finanzausschuss in Leverkusen. Ich habe einfach die Probleme der Landwirte dargestellt, die eben nicht über die neue Autobahnbrücke fahren können und die dann eben
Umwege von 25 bis 40 Kilometern fahren müssen, wenn die Fähre nicht mehr da ist. Und wenn man das klar darlegt, dann ist es auch völlig parteienunabhängig. Dann sagen alle, ja, das können wir nachvollziehen und das ist gut, dass wir das jetzt mal aus der Sicht gehört haben. Und das ist unsere Aufgabe, die Menschen weiter aufzuklären. Wir werden immer Gegenwind dadurch erfahren, weil andere existieren nur davon, von Lügenmärchen und irgendwelchen Ideologien, die sie verbreiten. Und wenn wir das widerlegen, dann treten wir denen auf die Füße, weil anders können die Menschen nicht existieren, weil sie nur die Ideologien haben. Und die brauchen das. Die brauchen Naturkatastrophen, die brauchen eine Klimaerwärmung, die brauchen Umweltkatastrophen und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht sage, dass das Klima sich ändert mit der Zeit. Das bin ich selbst der Überzeugung. Aber wir sind diejenigen, die es machen. Wir sind die Könner und die Macher. Und wenn irgendwas zu tun ist, was sich ändern soll, können wir das nur tun. Und so ein Tierwohlabgabe oder sowas, das ändert nichts, gar nichts. Das soll wieder nur hier für Deutschland gelten und für irgendwelche Sachen aus dem Ausland. Anscheinend nicht. Wir haben ganz andere Lösungsansätze, viel bessere. Aber die will man nicht hören. Und das war beim Ahrtal so. Das war ein Unterschied, ob wir Bauern aufräumen oder andere. Oder eben nicht aufgeräumt wird. Wenn ein Bauer Müll wegräumt, dann ist das schlechter, als wenn der Müll liegen bleibt. Wenn ein Bauer Müll wegräumt, dann ist das schlechter, wesentlich schlechter, als wenn das andere tun würden, es aber trotzdem nicht machen. Und das ist das, was man immer probiert, der Bevölkerung einzutrichtern. Das hat man ja auch eine Zeit lang geschafft, dass egal, was der Bauer macht, es immer schlecht ist. Aber den Punkt haben wir schon überschritten und da hat man jetzt Angst vor, weil wir immer mehr Leute auf unserer Seite kriegen. Dementsprechend wird der Gegenwind schärfer. Aber wir sind nicht dumm. Wir sind in einem Rechtsstaat und wir nutzen den auch aus mit unseren Demonstrationen und mit allem in dem Sinne, dass wir was Besseres wollen für die ganze Bevölkerung. Und das machen wir auf eine, oh, hier ist gerade Herzalarm, ich weiß gar nicht für wen. Und das machen wir auf eine tolle Art und Weise und die Weise wird noch viel, viel cooler und ihr könnt gespannt sein. Es läuft alles weiter, voll Rechtsschutz. Ich nehme mit und darüber hinaus. Genau, also eine Tierwohlabgabe ist eine Steuererhöhung für den Verbraucher. Aber glaube ich nicht nur, weil wenn ja dann die Produkte wieder aus dem Ausland dem nicht unterliegen, dann kann man die wahrscheinlich wieder günstiger kaufen und damit haben wir wieder ein Problem, weil wir wieder in Konkurrenz treten müssen mit anderen, die einen anderen Preis haben und andere Voraussetzungen. Helmer ist auch mit dabei. Lieber Helmer, ich komme so schnell es geht vorbei und komme den Engel holen. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich möchte mich nochmal bedanken für wirklich immer die lieben Worte und netten Schreiben und was hier gerade angekommen ist, das macht einem echte, ja, das ist echt krass. Also für die jetzt zuschauen, hier ist ein dicker Karton angekommen mit dem Dankeschreiben und da möchte ich mich jetzt nochmal für bedanken und wir können nur gemeinsam das schaffen, die Probleme aus der Welt schaffen, die jetzt gerade sind und ich bin der Überzeugung, dass wir es schaffen können. Das haben wir schon oft bewiesen, zuletzt im Ahrtal, was wir gemeinsam bewerkstelligen können. Und wir lassen uns da nicht von irgendwelchen Lumpen aufs Glatteis führen. Wir gehen unseren Weg weiter. In dem Sinne macht's gut. Wir hören und sehen uns. Tschüss.